Neuer Ärger für Annegret Kramp-Karrenbauer. Die CDU-Vorsitzende stößt mit einer Personalentscheidung auf den Widerstand der eigenen Parteijugend. Die Junge Union kritisiert den Plan von AKK, ihren Vertrauten Nico Lange zum Bundesgeschäftsführer der CDU zu befördern. In einem Brief des Berliner Landesverbandes der Jungen Union, der Welt vorliegt, heißt es, Nico Lange sei für Fehler im Euro-Wahlkampf verantwortlich und stehe dafür, dass der Umgang mit unserer Generation im Konrad-Adenauer-Haus nicht von Respekt geprägt sei. Das macht ihn für uns als Bundesgeschäftsführer schlechthin untragbar. Wir fordern daher Sie, Frau Kramp-Karrenbauer, auf, ihm die so wichtige Position des Bundesgeschäftsführers nicht anzuvertrauen. In der kommenden Woche soll Lange, offiziell durch Generalsekretär Paul Ziemiak, dem CDU-Präsidium als neuer Bundesgeschäftsführer vorgeschlagen werden.